Servus Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Occupy Mars. Wir sind hier in unserer Werkstatt und unsere botanischen Anlagen sind gefüllt. Versorgung ist, denke ich mal, auch gegeben. Das können wir noch mal kurz kontrollieren. Da ist das Panel. Na, jetzt. Genug Wasser haben wir, genug Strom haben wir, alle sind versorgt, passt. Jetzt ist es schon 17.49 Uhr, wir haben noch einen freien Spot hier. Wir könnten quasi nochmal so einen hygroskopischen Regal bauen, wenn wir für mehr Wasser sorgen können. Nur ist die Frage, wie können wir den Wasseroutput erhöhen? Dazu gehen wir mal zur Wasserquelle. Laden uns erstmal selber auf. So, nachgefüllt. Stecken wieder an. Und dann sehen wir hier, ist ein zweiter Brunnen geplant. Wir haben auch so einen Zwischentank noch eingebaut, um die Menge zu erhöhen, die gespeichert werden kann, dass wir mit erhöhtem Verbrauch auch natürlich die Nacht überleben. Und hier ist ein Anschluss für Strom, das heißt, man könnte natürlich über den Tag den Input erhöhen von Strom, denke ich mal, damit auch den Output der Produktion. Und wenn man einen größeren Speicher hat, dann kann man das auch zwischenlagern. Also würde ich das erstmal wieder abreißen hier. Dann würde ich hier erstmal ein Solarpanel hinbauen. Ich weiß nicht, ob wir das schon fertig bauen können. Okay, uns fehlt kleiner Motor. Schrauben haben wir. Was war's noch? Elektronik. Haben wir Elektronik? Sieht nicht so aus. Also Motoren-Elektronik fehlt. Und dann könnten wir hier zusätzlich Energie reinpumpen. Das Lager dann damit schneller voll machen, beziehungsweise wir können auch das Lager erweitern, dass die Lagermenge größer wird, die verfügbare Kapazität. Jetzt ist aber erstmal 19 Uhr, Tag ist vorbei. Wir müssen erstmal in unsere Kapsel. Okay. Lagerbestand haben wir ja nicht, also wir können hier nicht drucken, weil das Zeug im Workshop, also in der Werkbank, in der Werkstatt hängt. Das heißt, wir können eigentlich nichts machen, außer etwas essen und uns hinlegen. Und schlafen. Und wir schlafen dann bis 8 Uhr. Lässt er mich nicht. Zu viele Stunden anscheinend. Aber 6.30 Uhr kann ich schlafen. Dann stehen wir halt früh auf. So. Dann füllen wir kurz unsere Sauerstoffflasche auf.
Alert. Oxygen depleted. So. Dann legen wir die wieder rein und den Helm aufsetzen. Suit pressurized. Helmet sealed. Und hier hinten war noch ein Tablet, das habe ich ganz übersehen. Wo ist es? Und das gibt automatische Panelreinigung als Freischaltung. Dann holen wir uns kurz Wasser. Wieder versorgt. Schauen wir, ob wir noch zwei Motoren und zwei Elektronik machen können. Ob wir die Ressourcen dafür da haben. Schauen wir kurz in unseren Tool rein. Motoren zwei Stück und Elektronik zwei Stück. Das war's, glaube ich. So weit. Ja. Genau. Lagerbestand. Zack und zack. Somit können wir erstmal die Solaranlage hinstellen und den Brunnen bestromen. Zusätzlich bestromen und schauen erstmal, was das für einen Effekt hat. Schauen wir erstmal kurz mal vorher die Output-Menge. Das sind 6 Liter pro Stunde und 5 kW sind gerade drin. Jetzt haben wir hier das mal ran. Jetzt schauen wir die Änderung an. 6 Liter, 5 kW. Keine Änderung. Station, Wassertank. Dann machen wir es mal anders. Kabel tun wir es mal wieder aufnehmen. Dann schauen wir mal nach der Erweiterung. Okay.
haben wir dafür? Wieder Motoren, Elektronik und so weiter und so weiter. So, Elektronik, 4 Motoren, dann muss ich mal nachgucken, das war's, 4 Motoren, Elektronik, Aluminiumplatten, 3 Stück. Müssten wir es eigentlich haben. Okay, zurück. Steinchen, Eisen. Bauen das Ding mal fertig hier. So. Okay. Keine Anschlüsse. Verändert. Dann ist da bestimmt der Sauerstofftank anzubringen, genau. Oder Wasser geht ja auch. Das war ja so gedacht, dass ja Sauerstoff reingeht. Die Frage ist, ob wir das haben machen wollen so. Eigentlich war das nicht der Plan. Wir wollten mehr Wasser haben. Dann baue ich doch nochmal einen Brunnen hier hin. So. Okay, brauchen wir, denke ich mal, so gut wie alles. Schrauben haben wir zwar, Solarzellen haben wir auch, Stahlplatten haben wir auch. Den Rest bräuchten wir. Also Elektronik, Motoren und Aluplatte und Bohrer. Frage ist dann nur, wie wir
diese Schläuche zusammenführen. Ich habe hier kein Verbindungsstück, wo ich mehrere Zugänge zusammenführen kann. Also Motoren, Elektronik, dann hat er gesagt Aluplatten gleich und ein paar Rohre. Laufen. Wassertank. Aluplatten und Rohr brauche ich dafür noch extra. Rohre können wir nicht schlecht machen. Alu können wir machen. Für Rohre brauche ich noch Eisen. Da habe ich nichts mehr. Da muss ich erst was besorgen. Okay. Ich habe noch so einen Stein neben meiner Base. Da kann ich schnell was besorgen. Den muss ich auch noch mal abreißen hier. Was auch reißen kann. So. Eisen aufsammeln. Dann ist der letzte Felsen an meiner Base auch weg. Das ist aber quasi nur noch Freifläche. Ja, alles weg. Dann haben wir das hier rein. Drucken uns noch ein paar Rohre, so viel wie geht. So, mal gucken, ob das reicht. Hallo. Ja, nicht mehr raus. So, geht weiter. Ich musste kurz neu laden, weil ich irgendwie in dem 3D-Drucker festhänge. Ich kam nicht mehr raus. Ich
hoffe, jetzt kann ich auch wieder rausgehen, wenn das klappt. Ja, jetzt geht's wieder. Gut, jetzt gehen wir zurück. Bauen unseren Brunnen auf. Wird im Prinzip dasselbe. Dann bauen wir hier einen Tank auf. Wassertank. Der hat einen Ausgang. Wäre es natürlich ganz gut, wenn ich hier dort dann noch den Schlauch hier anschließen könnte. Runter zur Pumpstation bringen kann. Ja, das reicht. Sieht auch nicht so aus. Na, ganz knapp nicht. Schade. Brauchen wir noch ein bisschen mehr Schlauch. Schauen wir kurz nach unseren Pflanzen. Ja, die sind fast fertig. Die sind sogar schon fertig. Überall da, wo die Kartoffeln rausgucken. Dann Schlauch wollen wir machen. Schlauch ist hier. Machen wir mal 10. Das sind 100 Einheiten. So. Die legen wir wieder ab auf die 6. Ding eigentlich aber dann irgendwie sieht nicht so aus. Direkt kann ich auch nicht erweitern. Available point for technological advancement. Ja, ich habe einen neuen Technikpunkt für Botanik. Gehen wir mal auf Gentechnologie. Botany, Technology Access Level Increased. Available point for technological advancement. Da können wir, glaube ich, robusteres Saatgut erzeugen. So, jetzt probieren wir es nochmal.
anschließen. Oder komme ich hier irgendwo an? Ziehen. Und wie nicht so aus. Zack. Also nochmal. Hoffnung, dass ich es an die Pumpstation da anbinden kann. Das geht schon mal. Wasser, Wasser. Liter pro Stunde. Okay, er summiert. Das ist schon mal gut. Warum nur 18 Liter? Das ist komisch. Aber ich müsste da mehr bringen. Es sei denn, der füllt erstmal seinen Tank. Dann probieren wir hier nochmal den Strom anzubinden. Ist da irgendein Einfluss drauf? Nicht so aus. Verwendung 10 kW. Aha. Strange. Na, schauen wir mal. Vielleicht können wir irgendwann da mal etwas mehr an Wasser an. Jetzt müssen wir trotzdem nochmal kurz das Kabel ziehen, den Schlauch ziehen, um ihn selber aufzufüllen. Ach, jetzt habe ich das wieder weggeschmissen. So komisch. Kriege ich auch nicht zu greifen. Liegt hier irgendwo drunter. Also wieder neu verlegen. Das ist eine scheiß Position hier für eine Pumpe. Muss ich irgendwie anders lösen. Schlauch. So, es wird schon wieder dunkel. 18.30 Uhr. So. Ja, es kommt ein bisschen mehr, also es erhöht sich langsam. Und es summiert sich. Sehr gut. Also sollte man bald die doppelte Menge an Wasser da haben. Ist also doch durch die Pumpe addierbar und kann damit auch der Wasserzugang erhöht werden.
So, wir gehen mal noch mal rein und müssen wahrscheinlich ernten. Ja. Hier können wir schön ernten. Kartoffeln. Habt ihr auch. Yep. Und dann haben wir die neuen Sitzlinge raus. Dann könnt ihr hier pflanzen. Licht, dass ihr auch was seht. So. Habe ich noch was zum Pflanzen da? Schauen wir mal kurz. Ist aber rote Beete, passt hier nicht rein. Kartoffeln habe ich noch diese. Und noch eine. Habe ich auch noch mal Kartoffeln, die mache ich noch voll. Und dann habe ich... Okay. Dann zu die Bude. Das ist versorgt. Dann schauen wir nochmal auf die Verbräuche, dass das korrekt eingestellt ist. Ja, passt. Okay. Dann. Ja, das brauchen wir nicht machen. Da haben wir noch genug Nahrungsmittel herstellen. So, das teilen wir mal. 50-50. Dann teilen wir das auch, 50-50. Und das teilen wir auch, 50-50. Und das stellen wir her. Und wir haben 11 Nahrungsmittelpakete. Gut. Den Rest behalten wir noch. Dann gehen wir schlafen. Schön kalt, also schnell rüber. Wir sollten uns dann langsam mal ein Bett bauen. So. Ab. Noch was essen. Das ja konsumieren, dann ist mal ein Platz mehr da und dann legen wir uns hin, beziehungsweise wir schauen noch mal in den Technikbahn. Wir haben einen weiteren Punkt. Nehmen wir Pflanzkiste. Okay. Und dann haben wir uns hin. Power 50%.
und schlafen wieder bis ca. 8. So. Sauerstoff brauchen wir nicht noch füllen, das ist noch fast voll. Okay. Suit pressurized. Helmet sealed. Laden wir uns erstmal unseren Anzug auf. Ist voll. Zack. Dann brauchen wir wieder Wasser. Gucken, ob ich das Wasser hier auch kriege. Methan ist leer. Kriege ich nicht so ran. Ah, okay. Das ist wahrscheinlich durch den Schlauchanschluss definierbar. Schade. So geht's nicht. Kann ich das hier irgendwie definieren? Ah, blau. Sehr gut. Kann ich darüber definieren? Und dann mache ich das nämlich so. Macht es wesentlich einfacher. Sehr gut. Was sagt jetzt die Anlage? Was kommt jetzt an Menge? Okay, erhöht sich weiter. Passt. Gut. Noch kurz was essen. Zack. Habe ich jetzt 15 von den Dingern, also essensmäßig bin ich erstmal versorgt. Dann würde ich heute noch ein paar Ressourcen besorgen, beziehungsweise einen Ausflug starten in die Nachbarbasis. Dann werden wir erstmal den ganzen Krempel hier wegtun. Biomaterial brauchen wir nicht, das können wir auch erstmal wegtun. Dann Schläuche und Kabel brauchen wir nicht. CO2-Flasche brauchen wir nicht unbedingt. Den Trennstoff müssen wir mitnehmen. Kleine Lampe lassen wir hier. Und die Kartoffeln lassen wir hier. Den Rest, das, na gut, das nehmen wir mit. Im Notfall. Okay. Dann auf aufs Quad. Ich habe das aufgeladen, müsste euch sein. Und dann schauen wir mal nochmal auf die Karte. Wir waren jetzt hauptsächlich hier unterwegs. Jetzt können wir nochmal im Norden schauen. Level, okay. Da sieht es eher karg aus. Oder hier. Gehen wir doch mal dahin. So. 1600 Meter. Ah, was ist denn hier los? Quad ist leer. Okay, Planänderung reicht nicht. Quad wurde nicht geladen. Jetzt muss ich mal gucken in dem... Ach so, Kabellänge. Hm. Verstehe. Ein Stück zurückfahren. Available point for technological advancement. Zack.
Zack, und dann schauen wir mal. Haben wir hier mal 80% rein. Und hier stellen wir auf 100%. Dann müsste es ja relativ schnell laden, das Ding. Nicht. 29%, 30, okay. Ja, laden wir mal mit 20 kW, das reicht aus. Der Rest geht in die Batterie, oder sollte in die Batterie gehen. Die Batterie ist eh voll. Dann wäre eigentlich eher wichtig, dort die Batterie noch zu erweitern. Transformator, Battery Pack. Was ist die Erweiterung? Ah, ja, das brauchen wir. Okay. Ein Elektronikteil. So, was war das jetzt für eine Kapazität? 720. Okay. Kriege ich noch so ein Ding hin? Halt, was hat man angezeigt? Aluminiumplatte und Elektronik. Drei Platten noch und eine Elektronik brauche ich noch. Drei habe ich durchgesagt und dann machen wir zack. Und hier machen wir auch nochmal so viel wie geht. Okay, was war das jetzt für eine Kapazität? Fast 1000 Kilowattstunden. Sollte also eine gute Sicherheit darstellen. Da sind wir bei 39%, also Ladegeschwindigkeit ist jetzt nicht so weltbewegend. Muss halt heute geladen werden. So, Elektroniktechnikbaum, haben wir einen weiteren Punkt bekommen. Blabase. Großer Austauschbar, den habe ich noch nicht. Upgrade für Akkumulatoren. Okay. Anzug Energiesparer. Und hier haben wir effiziente Voltaik. Den kann ich noch nehmen. Electricity, technology access level okay. Increased. Available point for technological advancement. Dann gehen wir mal einfach so zu Fuß meinen. Material sammeln.
12 Uhr, haben wir noch genug Zeit. So, fast 200 Silizium hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wo kommen wir jetzt her? Vielleicht von da, genau, gehen wir darüber. So entfernen wir uns von der Base nicht so weit. Und wir haben einen neuen Technikbaumpunkt für Mechanik. Okay, wir machen den Fahrzeugpunkt. Technology access level increased. Available point for technological advancement. Können wir jetzt in Quad anscheinend selber bauen und das muss, glaube ich, auch etwas effektiver sein. Können wir mal ausprobieren. Wieder Silizium. So, next. Bisschen Zeit haben wir noch.
So, Zeit haben wir noch. Also geht's weiter. Der nächste Felsen. So, noch ein bisschen Aluminium. Noch den kleinen noch hier. Das sieht nach Calcium aus. Gut, gehen wir erstmal zurück. Es ist schon 17.20 Uhr. Und dann werden wir morgen dann den Trip machen mit dem Quad. Da ist unsere Basis. Nimmt auch schon gut Gestalt an. So, da würde ich noch kurz eine kleine Planung machen. Und zwar, wir haben hier jetzt Korridore bekommen. Kurz mit Fenster, kurz. Da würde ich hier gerne einen kleinen Korridor reinbauen. An die Werkstatt. Und dort eine zweite Werkstatt dran sparen. Geht das? Ja, das sieht gut aus. Zack. Dass wir eine zweite Kammer haben. So. Ja, das brauche ich. So. Baubau, denke ich mal, ist es.
Fügemittel müssen wir ein bisschen noch besorgen. Und das Verbindungsstück ist, denke ich mal, auch machbar. Okay. Haben wir jetzt noch kurz ein bisschen Wasser von unserer Pumpe. So. Schauen wir noch mal kurz, wie unser Quad geladen ist. Also doch noch nicht ganz voll. Okay. Dann gehen wir rein. Machen die Kapsel zu. Setzen den Helm ab. Essen noch was kurz. Und legen uns schlafen. Warning. Nochmal schlafen legen. Bis um 6. Und dann sind wir schon wieder am Ende der Folge. Wenn es euch gefallen hat, gern ein Däumchen da lassen. Gern auch ein Abo, um den Kanal zu unterstützen und das Projekt. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Nächste Folge werden wir dann den Trip machen mit dem Quad. Und dann danke fürs Zuschauen, wie gesagt. Und dann Servus, bis zum nächsten Mal.